Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir üben nun und lernen auf dieser Seite wichtigen Wortschatz und wichtige Strukturen. Nummer 1. Im Auftrag von jemandem, das ist Dativ, oder im Auftrag eines anderen, das ist Genitiv, etwas tun, machen oder handeln. Zum Beispiel, er handelte im Auftrag seiner Firma. Nummer 2. Jemanden, Akkusativ, zu einem Tun beauftragen, bedeutet jemandem, Dativ, einen Auftrag geben oder einen Auftrag erteilen. Zum Beispiel, Sie beauftragen den oder die Reparaturwerkstatt zur Reparatur Ihres Autos. Nummer 3. Von jemandem, Dativ, einen Auftrag annehmen. Die Werkstatt hat den Auftrag angenommen, von Ihnen angenommen. Nummer 4. Etwas schaffen bedeutet hier etwas kreieren, also neu machen. Goethe hat ein großes Werk geschaffen. Dieses Verb ist stark. Schaffen, schuf, hat geschaffen. Es gibt schaffen als schwaches Verb, das bedeutet dann arbeiten. Nummer 5. Etwas im Akkusativ mit etwas verbinden. Zwei Dinge miteinander verbinden, zum Beispiel der Kanal verbindet beide Flüsse miteinander. Nummer 6. Etwas im Nominativ verbindet jemanden, Akkusativ, mit jemandem, Dativ. Liebe verbindet die Mutter mit ihrem Kind. Dasselbe gilt natürlich auch für den Vater. Auch für den Vater verbindet Liebe mit seinem Kind. Nummer 7. Etwas im Nominativ jemandem im Dativ widmen. Das Buch widmete er seiner Frau und seinen Kindern. Oder die Straße wurde namentlich dem Schriftsteller gewidmet oder dem Staatsmann. Nummer 8. Etwas im Akkusativ oder jemanden Akkusativ vernachlässigen. Du vernachlässigst deine Familie. Vernachlässigen sie nicht ihre Gesundheit. Nummer 9. Versiegen. Das Flussbett ist versiegt. Der Fluss führt kein Wasser mehr. Nummer 10. Etwas oder jemand im Nominativ gerät in Vergessenheit. Bedeutet, man hat die Sache oder die Person vergessen. Nummer 11. Jemandem im Dativ zu etwas verhelfen. Beispiel, wir haben ihm zu einem neuen Job verholfen. Das heißt, wir haben geholfen, dass er einen neuen Job findet. Und Nummer 12, den Durst stillen oder den Durst löschen. Am besten mit sauberem Wasser, Trinkwasser. Wir löschen unseren Durst am besten mit Wasser. Danke, tschüss, bis zur nächsten Übung.